Dritter und letzter Tag bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics bei den Handballern. Bedeutete das alles oder nichts gewinnen oder am Ende doch nur den undankbaren zweiten Platz erreichen? Im ersten Spiel des Tages trafen die Handballteams aus Mecklenburg-Vorpommern in Schwarz und Sachsen in Grün aufeinander. Und bei den Mitteldeutschen war sie mit von der Partie, Lucy Kretschmer, die Tochter von Handballlegende Stefan Kretschmer. Ja, und wer solch eine Spielerin in den eigenen Reihen hat, der weiß das auch zu nutzen. Zusammen setzte sie sich mit ihrem Team früh in der Partie ab, sodass der Halbzeitstand mit 7 Toren schon relativ deutlich daherkam. Das im Grunde auch die Vorentscheidung. Rostock versuchte es zwar, doch am Ende gewannen die Leipzigerinnen verdient das Finale mit 15:8. Also ich kann es, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisieren, was gerade alles passiert ist auf dem Spielfeld, dass wir das Finale vor allem so hoch dann noch gewinnen am Ende. Also das ist unglaublich einfach. Das ist ein gutes Gefühl. Danach Bühne frei für die Jungen derselben Altersklasse und da empfingen die in grau gekleideten Hausherren aus Berlin die vom Mannschaftsniveau gleichwertigen Magdeburger. In einem ausgeglichenen Match zeigten beide Teams, warum sie hier ins Finale gehören und boten nicht nur dem Weltmeister Christian Schwarzer eine tolle erste Halbzeit. Der Pausenstand denkbar knapp ausgeglichen 9:9. Durchgang 2 dann nicht weniger spannend, auch hier konnte sich kein Team wirklich absetzen. Kein Wunder also, dass dieses Match erst in den letzten Zügen durch den überragenden Yannick Danneberg entschieden werden konnte. Berlin versuchte es zwar nochmal, doch alles Aufbäumen brachte nichts. Magdeburg sicherte sich den Sieg im Finale mit 18:17. Sieger, Bundesliga, hey! Hey! Bundesliga, Bundesliga, hey! Also es ist ein super Gefühl, also auch im Gegensatz zu letztes Jahr, wo wir 12. oder 13. waren, das ist echt schon ein geiles Gefühl, ja. Im Anschluss dann alle Augen auf das Finale der älteren Mädels, also dann eher schon der jungen Damen, gerichtet. Hier traf die Sportschule aus Frankfurt an der Oder in Schwarz auf das Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt. Die erste Halbzeit ging, vorweggenommen, ganz klar an die weiß gekleideten Thüringerinnen. Mit 4 Toren Vorsprung konnte sich das Team um Topscorerin Michael Breitbart absetzen und ließ den Brandenburgerinnen nicht viel Hoffnung für Durchgang 2. Zwar konnten die Damen in Schwarz 5 Minuten vor dem Ende wieder auf 1 Tor verkürzen, doch wer die größten Chancen nicht reinmacht, wird auf der anderen Seite bestraft. Erfurt kommt mit einem blauen Auge davon und siegt dank einer starken ersten Halbzeit mit 12:10. Es war wirklich zum Schluss nochmal sehr spannend. Weil habe ich echt schon gedacht, oh, jetzt sag mal ein, aber es war wirklich, dann zum Schluss haben wir uns nochmal gefangen, nochmal gekämpft, alle in der Abwehr. Ja, wir sind eigentlich wirklich nur überglücklich, dass wir es jetzt gewonnen haben. Und damit zum letzten Spiel des Finaltags und gleichzeitig zweiten Auftritt einer Berliner Mannschaft. Das Team um Trainer Bob Hanning startete wie erhofft ins Spiel. Binnen weniger Minuten stand es 2:0, der Gast aus Minden also im Hintertreffen. Zwar konnte das Team aus Nordrhein-Westfalen, das bereits in der Zwischenrunde gegen die Berliner verloren hatte, mit einer kurzen Tempoverschärfung den Spielstand auf 4:6 verkürzen. Doch Berlin traf vor allem im zweiten Durchgang hochprozentiger und hatte dazu einen echten 7-Meter-Killer im eigenen Kasten. Mit der nötigen Portion Glück war an diesem Tag die junge Berliner Mannschaft einfach nicht zu bezwingen und gewann schlussendlich verdient mit 10:8. Also wir waren uns von Anfang an sicher, dass wir das Ding hier holen wollen und sind auch immer besser ans Ziel gekommen von Spiel zu Spiel, haben uns die Sicherheit geholt und wir waren uns heute ziemlich sicher, dass wir das Ding holen und nächstes Jahr dann zur Weltmeisterschaft fahren. Also zum Schluss doch noch ein kleines Happy End für alle Berliner Fans. Die Jungs von Trainer Bob Hanning gewinnen nicht nur das JTFO-Finale, sondern dürfen 2016 sogar zur Schulweltmeisterschaft. Die findet dann in Frankreich statt und da fährt man ja bekanntlich als Titelverteidiger hin.